Ich habe eine ganze Horde 18-jähriger Talente geholt. Außerdem können wir heute unsere Siegesserie ausbauen. Auf geht's. Ja, 18-jährige Talente habe ich geholt. Es ist nämlich mittlerweile der 6. Februar 2027. Das heißt, wir sind schon durch die Transferperiode durch. Ich habe euch in der letzten Folge ja gesagt, dass wir vielleicht gemeinsam die Transferperiode machen werden, aber habe mich dann dazu entschieden, es einfach doch alleine zu machen. Ich glaube, ihr habt genug Transfers gesehen in dieser Saison. Es kann ja sogar sein, dass wir heute sogar noch ein paar Spiele ablösefrei verpflichten. Aber das sind jedenfalls die Jungs, die ich jetzt so für mich geholt habe. Es ist eine ganze Menge, es sind sehr viele junge Spieler mit dabei, die ich einfach in der Hoffnung geholt habe, dass wir mit denen vielleicht in ein, zwei Jahren einen Profit machen können. Wie zum Beispiel hier Marcel Zech, der von Hertha gekommen ist, der überall so allround schon ganz gute Attribute hat, ein defensiver Mittelfeldspieler oder auch ein Innenverteidiger, 1,92 Meter groß. Ich plane diese Spieler nächstes Jahr dann alle in die Regionalliga auszuleihen oder vielleicht sogar noch eine Liga darunter, wenn sie das Niveau Regionalliga eben noch nicht haben und sie dann vielleicht in ein, zwei Jahren zu verkaufen für einen kleinen Gewinn. Der hier hat jetzt einen Marktwert von 45.000 bis 425.000 Euro, weil er bei Hertha spielt. Wenn er bei uns spielen wird, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen weniger sein. Aber wenn wir auch nur einen dieser Spieler für 150.000 oder 200.000 Euro verkaufen, dann haben wir mit denen schon einen Gewinn gemacht. Denn die haben alle einen Vertrag unterschrieben für so circa 20.000 bis 30.000 Euro im Jahr. Und wenn wir Glück haben, dann übernehmen die Regionalligisten, zu denen wir die Jungs dann ausleihen, auch noch ein bisschen was vom Gehalt. Und ja, dann können wir am Ende vielleicht ein ganz gutes Plus einstreichen, wenn wir einen dieser Jungs verkaufen werden. Außerdem können wir vielleicht unseren Partnerverein ein bisschen unterstützen mit den Spielern, die keinen geeigneten Regionalligisten finden, wie zum Beispiel hier Marius Borchert. Ich weiß nicht, ob der dann gut genug ist, um Regionalliga zu spielen. Der spielt hier aktuell bei Union Sandersdorf. Ich glaube, ist aber dann ausgeliehen. Ja, guck mal, der ist von Cottbus in die Oberliga ausgeliehen, spielt da nur so mittelmäßig. Ja, also bei diesem Spieler zum Beispiel braucht man wahrscheinlich ein bisschen mehr Fantasie, um zu sehen, dass aus dem wirklich was wird. Ich sag mal so, ich habe so ein bisschen mit dem Schleppnetz gefischt und die Jungs einfach geholt, die mir jetzt angeboten wurden, die ein ganz gutes Potenzial von unseren Scouts bescheinigt bekommen haben. Rona, achso, genau, Jakub Jendrzej kommt zurück, auch der, sein Vertrag bei Legia Warschau lief aus, den hatten wir letztes Jahr bei uns, hat eine gute Saison gespielt, ich glaube 9 Scorer gesammelt, eine gute Durchschnittsbewertung gehabt von 7,09 und der kehrt jetzt eben wieder zurück zu BSG, ist eben eine sehr, sehr gute Option für uns, weil da einfach alles spielen kann, sowohl rechts als auch links, als auch Stürmer, als auch Zehner, als auch Achter. Ich glaube, ich habe ihn als Ergänzungsspieler geholt oder als Rotationsspieler, der wird also nicht erwarten, in jedem Spiel auf dem Platz zu stehen. Hat eine gute Persönlichkeit, ist ein ehrgeiziger Spieler, hilft den Jungspielern dann vielleicht auch nochmal ein bisschen weiter, wenn die solche Jungs vor sich haben und sich dann da so ein bisschen ranhängen können an so einen Jendrzej. Der hat jetzt bei Legia nicht wirklich eine Rolle gespielt, 4 Spiele in der Extraklasse gemacht, die aber auch alle nur von der Bank ein bisschen für die zweite gekickt. Da war ganz gut gespielt, ne? 8 Tore, 2 Vorlagen, ist voll in Ordnung und kehrt dann jetzt eben wieder zurück zu uns. Hat quasi seine ganze Karriere bisher bei Legia Warschau gespielt. Kam aber von Lodz ursprünglich, ist glaube ich auch in Lodz geboren. Ja, genau. Ja, der kehrt zurück, dann wen haben wir noch? Hier Moriba Bayo. Über den bin ich ganz glücklich, weil da auch Vereine dran waren, wie zum Beispiel der HSV und Bochum und ich glaube sogar Wolfsburg. Aber er ist lieber zu uns gekommen. Ich weiß nicht, warum der lieber zu uns gekommen ist, aber er ist lieber zu uns gekommen. Wahrscheinlich in der Hoffnung, hier mehr spielen zu können. Aber auch ihn zum Beispiel möchte ich gerne nächstes Jahr ausleihen in die Regionalliga. Spielt aktuell Oberliga Niederrhein und das auch nicht wirklich erfolgreich. Ich weiß nicht, wann sie ihn ausgeliehen haben. Ob jetzt erst im Winter oder schon Anfang der Saison. Da hat er jedenfalls 3 Spiele von Beginn dann gemacht. Da muss also noch ein bisschen mehr kommen von Moriba Bayo. Ja, mal sehen. Vielleicht hat er ein ganz gutes Potenzial. Also dadurch, dass die Vereine aus der zweiten und ersten Liga an ihm dran waren, kann ich mir ziemlich gut vorstellen, dass der höheres Potenzial hat als die anderen. Dass wir mit dem vielleicht dann ein bisschen Geld machen können. Oder dass er für uns ein guter Spieler werden wird. Vielleicht in 2, 3 Jahren. Auch das kann ja passieren. Und dann haben wir noch ihn hier geholt. Ion Krishan von Energie Cottbus, bei dem man auch ein bisschen Fantasie braucht, wie ich eben schon gesagt habe, bei dem anderen. Also das ist jetzt alles nicht Weltbewegendes, aber das sind eben Spieler, die uns dann vielleicht in ein paar Jahren weiterhelfen, entweder auf dem Platz oder finanziell. Lennart Becker habe ich auch nochmal geholt, das ist ein Sachse, hat bei der zweiten der Bayern gespielt. Der wurde mir angezeigt mit einer potenziellen Fähigkeit von 5 Sternen, mittlerweile hat er nur noch eine potenzielle Fähigkeit von 3 Sternen. Super. Ich glaube aber nicht, dass der hier viel Geld verdienen wird. Also ich meine zumindest, dass ich ihm kein besonders hohes Gehalt angeboten habe. Hat aber ganz gute Attribute in ein paar spannenden Bereichen, wie zum Beispiel Tackling oder auch Führungsqualitäten. Er ist ein großer Spieler, ist trotzdem einigermaßen schnell. Ja, Lennart Becker, mal schauen. Nächstes Jahr, wenn wir aufsteigen sollten, wird er wahrscheinlich keine große Rolle spielen. Dann wird das ein weiterer Spieler sein, den wir verleihen werden. Oder der dann eben so ein Kaderspieler ist. Ja, aber der ist eben auch gekommen. Das waren so die Transfers, die ich bisher gemacht habe. Warte mal. Einen habe ich noch gemacht. Und zwar, es hat sich in der letzten Folge ja schon ein bisschen angedeutet. Sidney Rebiger wurde
wurde zurückgerufen von Eintracht Braunschweig. Die waren nicht zufrieden damit, wie wir ihn eingesetzt haben. Die wollten gerne, dass er als zentraler Mittelfeldspieler in der Rolle, ja, vorgestellter Spielmacher spielt. Wir haben ihn aber immer eine Position davor oder dahinter spielen lassen. Da war dann der Braunschweiger Kollege nicht mit zufrieden und hat ihn jetzt eben zurückgeholt. Jetzt sitzt er da halt auf der Bank, wenn das besser ist. Meinetwegen, Herr Scherning, wenn es denn sein muss. Aber dafür brauchen wir natürlich einen Ersatz. Auch weil er hier ja Mitteldeutscher ist und damit unserer Regel entspricht, braucht sich da einen weiteren Mitteldeutschen. Und deswegen habe ich einfach mal einen stabilen Spieler geholt. Also keinen jungen Spieler mit Talent und mit Potenzial und mit was weiß ich was. Ich habe einfach Tobias Kraulich geholt. 28 Jahre alt, 1,91 groß, 85 Kilo, Sechser, Innenverteidiger. Jemand, der die Zentrale zumacht. Wenn nur Andreas und Tobias Kraulich auf der 6 spielen, dann kommt da nichts durch. So, das war mein Plan. Außerdem, bei Kraulich läuft der Vertrag aus. In 4 Monaten ist Ende für Tobi bei Rot-Weiß Essen. Und wenn er sich hier beweist, wenn er zeigt, dass er gut ist, dass er eine Verstärkung ist, ja, wer weiß, vielleicht kriegt er dann sogar einen Vertrag bei uns, bei der BSG und kann dann entweder Innenverteidiger oder im Sechser spielen. Ich glaube, der hat auch das Niveau, zweite Liga zu spielen. Also, er ist jetzt kein richtig guter Zweitligaspieler, aber er kann in der Mannschaft mitspielen, die zweite Liga spielt. Hat aber bisher, also war ein Stammspieler in der dritten Liga für Rot-Weiß Essen. Er kommt ursprünglich von Rot-Weiß Erfurt. Das ist übrigens unser erster Thüringer. Er wurde auch in Erfurt geboren, Tobi Kraulich. Ja, herzlich willkommen, Tobi. Schauen wir mal, ob er dann direkt im ersten Spiel spielen wird. Ohne euch habe ich aber 3 Spiele gemacht. Eins davon war das Spiel gegen Viktoria Köln und Brücke ist zurück. Zack, zweimal getroffen hier gegen Viktoria. In der 30. Minute und in der 70. Minute. Komm, wir gucken uns die Tore von Brücke mal an. Auch wenn wir jetzt den Recap nicht so lang machen werden. In der letzten Folge ist es ein bisschen ausgeufert. Ich glaube, ich habe 10 Minuten Recap gemacht oder sowas. Hat auch Jonas hat das, glaube ich, kommentiert, dass ihm das ein bisschen lang war. Konnte ich verstehen. Hier ein schönes Tor von Brücke. Und dann gucken wir uns gleich nochmal das zweite an. Wenn er schon mal wieder da ist, dann müssen wir es auch feiern. Jovic wieder Rechtsverteidiger gespielt, macht das super. Brücke knallt ihn rein. Schönes Tor. Im nächsten Spiel dann 3:1 gegen Uerdingen gewonnen. Brücke, Scherder und Horschek mit den Toren. Auch Saarbrücken haben wir geschlagen. Wir waren die eindeutig bessere Mannschaft, brauchten aber dann tatsächlich einen Elfmeter von Tobi Mohr in der 84. Minute, der uns hier den Sieg beschert hat. Und dann zu guter Letzt gab es noch das 4:1 gegen Regensburg. Das war das letzte Spiel von Sidney Rebiger für uns. Der kam rein als, ich glaube, als vorgeschobener Spielmacher für Scherder kam er rein und hat das dann eben gut gemacht, hat direkt ein Tor geschossen. Und dann hat sich Braunschweig gedacht, nee, damit ist Schluss, den Jungen holen wir jetzt sofort zurück. Dieses Spiel übrigens war eine legendäre Performance von Philipp Wielak. 3 Tore und 1 Vorlage. Der Junge ist absolut on fire. Den müssen wir spielen lassen. Also Wielak da als hängende Spitze auf Angreifen ist aktuell einfach richtig, richtig gut. Vor allem dann mit einem Stürmer zusammen, der auch gerne trifft. Hier hat Brücke zwar nicht getroffen, aber Wielak zeichnet sich aktuell vor allem dadurch aus, dass er andere Spieler in Szene setzt, wie eben hier in diesem Spiel. Ich glaube, der hat mittlerweile, wie viele Vorlagen? 5 Vorlagen hat er schon gesammelt in 17 Spielen, 3 Tore. Ja, der ist absolut gesetzt aktuell. Tja, und nach diesen 3 Spielen schauen wir uns mal die Tabelle an. Oh, und die schaut man sich gerne an. Wir sind Erster, Mann. Wir sind einfach Erster, weil die Clubs hinter uns ein bisschen federn lassen haben. Arminia Bielefeld ist nicht mehr so unschlagbar, wie sie zu Beginn der Saison schienen. Sie haben so ein bisschen Probleme in der Offensive. 0:0 gegen Sandhausen, 0:0 gegen Viktoria Köln, 1:2 gegen Waldhof Mannheim. Also die straucheln gerade so ein bisschen. Und die Spielvereinigung aus Fürth hat seit 4 Spielen nicht mehr gewonnen. Gegen Uerdingen, gegen Regensburg, gegen Mönchengladbach und gegen Karlsruhe haben sie nicht gewonnen. Und das trifft sich ganz gut, denn unser nächstes Spiel, hier sehen wir es, ist eben gegen die Spielvereinigung aus Fürth. Wir sind super in Form, die sind überhaupt nicht in Form. Lass mal sehen, ob wir da direkt was holen können. Achso, ich kann vielleicht nochmal nachfragen, wie das aussieht mit Jugendtrainingsbudget, mit Netzwerk für Nachwuchsrekrutierung. Und wenn wir schon mal dabei sind, vielleicht ist der Vorstand ja sogar bereit, nochmal die Trainingseinrichtung zu verbessern. Wobei, mittlerweile müssen wir so ein bisschen aufpassen mit den Finanzen. Ihr seht, unsere Ausgaben übersteigen unsere Einnahmen um ein Vielfaches. Wir können da ja mal hier auf die... Warte mal. Hier zum Beispiel sehen wir einfach mal die Einnahmen, die wir bisher in dieser Saison generiert haben. Das sind 8,177 Millionen, was natürlich richtig, richtig viel ist. 3,5 Millionen allein über Sponsoren, was echt krass ist. 1,3 über Spielerverkäufe. Eine ganze Million haben wir nur über Dauerkarten verdient. TV-Einnahmen sind dieses Jahr ein bisschen mehr gewesen als letzte Saison. Nee, wobei, stimmt gar nicht. Letzte Saison waren es auch 1,5 Millionen. Dann haben wir einige Karten verkauft. 700.000 Euro haben wir da jetzt schon verdient. Also es kommt einiges zusammen. Wenn wir dann aber mal auf die Ausgaben schauen, ist das eben ein bisschen mehr. Also
Es ist aber ehrlich gesagt gar nicht so viel mehr, als ich oder wie ich gedacht habe. Wir geben 8,3 Millionen aus, nehmen aber 8,1 Millionen ein bisher. Ja, es hilft uns natürlich massiv, dass wir kein Geld für Spieler ausgeben und dann eben nur Laien holen. Unser größter Ausgabenposten dieses Jahr ist tatsächlich mittlerweile die Instandhaltung unserer Einrichtung. Also wenn wir da jetzt noch ein bisschen ausbauen, dann wird das immer teurer. Aber sollten wir aufsteigen, dann können wir uns das voll leisten. Ich hoffe, wir steigen auf. So, für das Spiel gegen Fürth gebe ich Kraulich mal sein Debüt. Der kann direkt mal zeigen, was er kann. Toni Reitz ist angeschlagen. Vielleicht werden wir ihn dann erstmal nicht spielen lassen, sondern komm, ich lasse mal Philipp Sonn machen, der bisher noch nicht die Zeiten bekommen hat, die er vielleicht verdient hat. Ja, der macht das mal gemeinsam mit Kraulich auf der 6. Gucken wir uns mal an, wie diese Doppel-6 funktioniert. Mohr, Jovic, Horschig und Hofmann übrigens auch super gut drauf, ist aktuell sehr, sehr gute Durchschnittsbewertung, viele Scorer. Weinhauer rotiert erstmal auf die Bank. Stefaniak möchte ich mal wieder spielen lassen, der hat bisher 10 Spiele gemacht, auch sehr viele Scorer gesammelt. Ich glaube, 5 Scorer in diesen 10 Spielen. Mittlerweile sind alle unsere Verletzungen auch wieder weg. Das heißt, wir können quasi aus dem Vollen schöpfen. Gucken wir uns mal, wie das funktioniert. Vielleicht sehen wir mal wieder ein Tor von Brücke hier live in der Folge. Auch das wäre ganz nett. Let's go. Wir gehen rein in das Spiel gegen Fürth. Ich habe immer noch dieses Spiel aus der letzten Saison im Kopf. Komm, Kraulich, krieg mal die 4. Dieses 7-4. In der Hinrunde haben wir sie aber geschlagen, ne? Die Fürther. Ich meine schon. Ich hoffe, dass wir das dann hier auch hinkriegen. Let's go! Freistoß Atti von Fürth. Okay, das ging schnell. Reno Münz steht zum Glück im Abseits. Und es bleibt hier erstmal beim 0-0. Nikisch jetzt gegen Jovic. Gegen Jovic, auf Jovic. Sonnenhorschig. Und wieder Nikisch. Wenn er mal lang spielt, versucht Wilak da zu finden, findet aber nur den Gegner. Ladenburger auf Osei Owusu. Aber der ist ein bisschen zu lang und das ist wieder einer für Jonas Nikisch. Wenn jetzt hier das Spiel ganz entspannt aufbauen wird. 18 Minuten sind mittlerweile durch. Es ist noch nicht viel passiert. Paul Horschig wieder zurück auf unseren Torwart. Fürth presst relativ hoch, muss man sagen. Mal gucken, ob wir uns da befreien können. Hofmann. Wir können uns nicht befreien. Hofmann spielt einen Fehlpass. Futkeo Jovic ist aber wieder dazwischen. Und Kraulich bolzt ihn jetzt weg. Und das ist einer für Philipp Wilak auf der rechten Seite. Das ist die Position, auf die er sich sehr wohl fühlt. Wohl fühlt. Gute Flanke. Brücke. Oh mein Gott. Junge, mach ihn doch. Oh, wäre das geil gewesen, Mann. Digga, setzt er einfach zum Fallrückzieher an. Ey, aber man sieht, also Kollege Brücke hat auf jeden Fall Selbstvertrauen, ne? Junge, wäre das geil gewesen. Hofmann. Ah, oh, Junge, schieß früher, nimm die lange Ecke, dann wird das hier vielleicht das 1-0. Aber Wieler geht schon wieder. Die Flanke von Wieler gerade auf Brücke war ja super. Ecke Tobi Mohr ins Zentrum. Jovic kommt nicht ran. Es gibt direkt die nächste Ecke, diesmal von der anderen Seite. Und die wird reingebracht von Marvin Stefaniak. Münz klärt. Scherder. Wieder auf Stefaniak. Okay, und es gibt einen Freistoß. Achso, was wir uns heute übrigens auch noch angucken werden, ist der Youth Intake. Also die neuen Jugendspieler, die dann in den Verein kommen, werden wir auch noch gemeinsam begrüßen. Das machen wir aber ganz zum Schluss der Folge. Damit er auch bis zum Ende dran bleibt. Ne? Übrigens, würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Ich sag das nie, aber jetzt sage ich das einfach mal hier mitten im Spiel. Das wäre doch ganz cool. Schönes Ding. Sonne auf Wilak. Obern ist da. Allein der Fallrückzieher-Versuch von Brügge hat ein Like verdient, finde ich. Horschig auf Hofmann. Ich finde, wir spielen jetzt immer wieder schön. Hofmann, geiles Ding. Brücke ist durch. Brücke macht das Ding nicht rein. Ach, unglückliches Spiel von ihm bisher. Jetzt vielleicht. Ecke Mohr. Tobi Kraulich. Erstes Saisontor im ersten Spiel. Kommt da direkt reingeflogen. Geil. Sehr geil. Was ein perfekter Einstand. Mohrs Ecke ist super und der Junge mit der Nummer 4 schraubt sich hoch. Und Köpfchen rein. 1-0. Sehr gut. Kurz vor der Halbzeit. Schöner Zeitpunkt für ein Tor. Nehmen wir so. Noch ist es aber nicht vorbei. Es gibt sogar noch ein Highlight hier kurz vor der Halbzeit. Boah, es wäre auch so ein wichtiger Sieg, wenn wir Fürth hier schlagen. Wir würden uns komplett absetzen von denen. Stefaniak auf Scherder jetzt. Scherder, Brücke. Komm schon. Dilu mit links. Und wieder ist er nicht drin. Ich habe ja versucht, ihn stark zu reden hier, ne, vor diesem Spiel. Aber irgendwie liefert er noch nicht. Aber ich bin zufrieden bisher. Was könnte ich anderes sagen? Sehr, sehr schönes Spiel hier gegen Fürth. Eine erwachsene Leistung, kann man sagen. Ne? Also wir. Es ist einfach eine sehr, sehr gute Leistung. 6 Schüsse, wir lassen nichts zu. 30% Ballbesitz für Fürth aktuell nur. Wir müssten nur vielleicht mal ein zweites Tor schießen. Dann wäre ich komplett zufrieden.
Moore jetzt auf Scherder. Scherder, Vilak. Macht Vilak gut. Ja, und Brücke wieder zurück. Moore. Jovic. Brücke. Stefaniak. Und Horschig. Vilak schön weitergeleitet. Hofmann über rechts. Hofmann kann er selbst machen. Legt ihn ins Zentrum und da ist er doch. Da ist er doch. 2:0. Brücke macht's. Und ich denke, wir werden dieses Spiel jetzt gewinnen. Ich habe jetzt ein sehr, sehr gutes Gefühl. Auch wieder wundervoll gespielt. Ne? Horschig auf Vilak. Der sieht, dass hier Hofmann direkt durchstartet. Hofmann ist schneller als Ladenburger. Der Ball ins Zentrum ist perfekt. Im Zentrum passt hier Fabasam. Nee, Avudja passt nicht auf. Und wir führen 2:0. Hey, jetzt guckt euch mal die Tabelle hier an, ne? 25 Spiele sind durch. Wir sind einfach mal, was waren das? 6 Punkte vorne. Stefaniak, schöner Freistoß. Die 7 Punkte waren das, glaube ich, sogar gerade, ne? Noch eine Ecke von Tobi Moore. 56. Der ist gut. Ah, Junge, schießt doch. Scherder. Moore, Horschig. Jovic. Son. Der kein so ganz tolles Spiel macht übrigens. Philipp Son. Ich denke, ich werde ihn aber durchspielen lassen. Erti. Oh, es gibt einen Freistoß und es gibt die zweite gelbe Karte für Fobasam für einen Schubser im gegnerischen Strafraum, was auch nicht so smart ist. Ich möchte gerne mal Finn Porat sehen. Komm, da kommt mal rein für Hofmann. Hofmann auch wieder eine 8,0. Wahnsinn, wie der in Form ist. Den schonen wir jetzt aber auch mal ein bisschen. Außerdem kommen wir schon Philipp Vilak mal. Duxch kommt rein, der bisher noch nicht so ganz das gezeigt hat, was wir uns vielleicht erhofft haben von ihm. Und wir möchte ich noch sehen, vielleicht jemandem noch eine Chance geben. Weinhauer für Stefan. Nee, Stefaniak möchte ich auch gerne mal wieder über 90 Minuten sehen. Ja komm, ich glaube, wir bleiben einfach mal dabei. Moore über links. Danke kommt. Duxch. Ach, Mann. Und Finn Porat. Porat ins Zentrum. Son. Und das Ding geht irgendwie rein. Philipp Son. Erstes Tor für die BSG. Yes, Mann. Ey, es läuft gerade alles so gut, ne? Es läuft so gut. Kraulich trifft bei seinem Debüt. Son macht endlich sein erstes Tor für uns. Brücke ist wieder da, trifft, macht fast ein Fallrückzieher-Tor. Finn Porat mit einer Vorlage. Ja, gut, ich meine, das war ein halbes Eigentor. Aber ich meine, am Ende ist es sein Scorer und auch der Scorer von Finn Porat. Ey, also, das macht gerade richtig Spaß. Es macht gerade richtig viel Spaß. Komm, Noah, Andreas kommt nochmal rein für ein paar Minuten. Ricardo Michael kriegt mal wieder ein bisschen Zeit. Und Erik Weinhauer. Duxch auf Son. Son geht in den Strafraum. Philipp Son macht fast den zweiten. Schade. Darf jetzt auch direkt die Ecke treten. Wird aber geklärt. Kriegt den Ball wahrscheinlich gleich zurück von Stefaniak. Nee, Stefaniak spielt ihn, warum auch immer, sehr riskant, sehr quer. Jetzt muss Noah Andreas dahinterher gegen Hetwa. Bremst ihn gut aus. Jetzt sind wir wieder zurück. Und das wird kein Tor. Können wir die Jungs auch mal loben hier kurz vor Schluss. Sehr, sehr, sehr schönes Spiel. Also das war einfach ein perfektes Spiel. Kannst du nicht anders sagen. 3:0 zu Hause. Fürth hatte keine Chance. Fürth hatte absolut keine Chance. Und da kann man mal den Unterschied von dieser Saison zur letzten sehen. Ne? Und was die paar Änderungen im Kader gemacht haben. Ich meine, offensiv, gut, ich meine, Scherder ist neu im Vergleich zur letzten Saison, aber die Defensive, ne? Jovic, Moore, die beiden machen einfach einen riesigen Unterschied. Und eben, dass wir jetzt einen Torwart auch im Kasten haben, der es gut macht. Nikisch hat zwar nicht viel auf den Kasten bekommen jetzt hier, trotzdem ist er echt ein sicherer Rückhalt. Wir sind damit jetzt 7 Punkte vorne vor Bielefeld und vor Fürth und können jetzt unsere Führung hoffentlich in den nächsten Spielen noch weiter ausbauen, dass es dann zum Ende nicht mehr so spannend wird. Ich brauche kein spannendes Saisonfinale, auch wenn es gut für Views wäre, wenn ich dann einen coolen Titel schreiben könnte und ein cooles Thumbnail machen könnte, aber ich würde es lieber komplett easy locker jetzt hier durchziehen. Oh, guck mal, Struber war da. Gerhard Struber, mittlerweile Hertha-Trainer. Der möchte gerne Dieter Scherder holen. Der hat übrigens auch ein Angebot von Bochum und vom HSV. Und ich muss ihm versprechen, dass wir ihn im Sommer, wenn er ein besseres Angebot bekommt oder wenn er dann ein Angebot bekommt, dass wir ihn dann verkaufen. Ob wir das tatsächlich machen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Also der hat jetzt hier ein Angebot bekommen. Ich glaube, 200.000 Euro wollten die für Scherder bezahlen. Habe ich natürlich abgelehnt. Der hat jetzt hier auch eine Transferanfrage eingereicht. Also der ist auf der Transferliste. Ich kann hier nochmal seine Ablöseforderung hochschrauben. Hier kommen wir, schreiben da mal 1,1 Millionen hin. 600.000 ist, glaube ich, ein bisschen wenig. Und dann gucken wir mal, was im Sommer passiert. Ich würde ihn natürlich gerne halten und auch in der zweiten Liga mit Dida spielen. Aber
Jo, mal sehen. Wenn jemand im Sommer kommt, eine Million bietet, dann werden wir drüber nachdenken. Philipp Wieler bekommt übrigens auch ab und zu mal Angebote hier von Lodge, von seinem Heimatverein. Aber das lehnen wir natürlich ab. Der möchte auch lieber zu Bielefeld wechseln. Der Vorstand hat also übrigens abgelehnt, Trainingseinrichtungen auszubauen, ein Netzwerk für Nachwuchsrekrutierung zu stärken, einfach wegen der finanziellen Situation des Vereins. Ist okay. Fragen wir dann nochmal nach, wenn wir dann hoffentlich aufgestiegen sind. Ja, und wir haben ein Problem. Alexander Jovic hat sich verletzt. 3 bis 4 Wochen ist er raus, also einen ganzen Monat müssen wir jetzt ohne Alex Jovic auskommen, was eine ganz schöne Schwächung ist. Dux ebenfalls verletzt, der hat, der ist erkältet, aber der ist dann in 6 Tagen wieder da, kann jetzt aber nicht spielen gegen Karlsruhe. Und Jovic kann ebenfalls nicht spielen gegen Karlsruhe, der kommt im März dann irgendwann wieder zurück, was ziemlich ärgerlich ist. Ich hoffe aber, dass unsere Form und dass unser Selbstvertrauen aktuell so groß ist, dass wir diesen Ausfall dann noch verkraften können. Außerdem ist Niklas Landgraf mittlerweile wieder da. Der hat sich von seiner Hüftverletzung glücklicherweise wieder erholt. Kann auch Innenverteidiger spielen, das heißt, vielleicht gehen wir einfach auf Landgraf. Uiuiui, Kraft 7. Vielleicht auch nicht. Was wir aber ganz einfach machen können, ist Tobias Kraulich in die Innenverteidigung zu stellen. Auch dafür ist er gekommen, auch als weitere Option dafür. Er hilft uns, wie gesagt, bei der Mitteldeutschland-Regel. Dadurch haben wir hier jetzt 4 Mitteldeutsche auf dem Platz mit Nicke, Schorschig, Kraulich und Weinhauer, der dann auf der 10 wieder spielen wird. Brücke, Wielak behalten wir vorne mal bei. Reitz kehrt wieder zurück. Andreas ebenfalls auf der 6. Mohr, Kraulich, Horschig, Hofmann und Nicke im Tor. Ich glaube, jetzt habe ich die Mannschaftsaufstellung 2-mal vorgelesen, aber ist auch egal. Ja, wir machen es einfach mit dieser Truppe hier. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass Finn Porat öfter spielt in dieser Saison, aber dadurch, dass Hofmann das auf rechts so gut macht aktuell, was ich ihm so krass nicht zugetraut hätte, aber er macht es einfach. Ja, dadurch spielt Porat dann eben nicht so viel, wie ich vielleicht gedacht hätte. Aber wenn sich jemand verletzen sollte, dann ist Porat eine sehr gute Option, um reinzukommen. Ich glaube, wir gehen aber einfach genau so rein in das Spiel. Wir haben keinen Grund, hier irgendetwas zu ändern und werden jetzt hoffentlich den KSC wegschrubben. Oh, das, ich guck kurz einen Moment nicht hin, schon für der KSC hier fast. Riesenchance nach der Ecke. Ich glaube, Nikic hat ihn sogar gehalten, ne? Nächste Ecke. Wir klären. Elas! Junge, wie viele Fallrückzieher sehen wir da noch in dieser Folge? Und auch der ist nicht drin. Holy moly, Rupp mit der nächsten Ecke. Brücke ist da, klärt. Hornby, ich dachte, der setzt wieder an. Abiyama, Rupp. Ja, müssen wir raufgehen. Rupp. Und das ist einer für Nikisch. Durchatmen. Ecke jetzt für uns. Tobi Mohr. Kurzer Pfosten. Horschig kommt nicht ran. Scherder mit dem zweiten Ball. Knallt den an den Pfosten. Also bisher haben wir sehr, sehr viel Ballbesitz hier im Wildparkstadion. Aber ja, bis auf diesen Standard gerade eben ist dabei noch nicht wirklich viel rumgekommen. Horschig, und jetzt kommt was dabei rum. Es ist wieder ein Standard, es ist wieder die Ecke von Tobi Mohr. Und Paul Horschig macht hier sein drittes, stand er eben drittes Saisontor? Müsste das dritte sein eigentlich. Ja, sehr schön, sehr schön. Haben wir letztes Jahr sehr oft gesehen, diese Kopfbälle von Paul Horschig. Hier ist er dann mal wieder da. Trifft jetzt zum 1:0. Und damit wären wir jetzt 9 Punkte vorne, Freunde. 9 Punkte. Und die anderen haben auch schon gespielt, ne? Oder die spielen die gerade? Nee, die haben schon gespielt. Crazy. Ja, Karlsruhe macht hier mal ein gutes Spiel. Wir sind nicht so gut da drin, die zu verteidigen. Das ist jetzt schon der 11. Schuss gewesen vom KSC. 1,2 XG haben sie mittlerweile gesammelt. Also wir haben eine ganze Menge Ballbesitz, aber wirklich gefährlich ist es nicht. Höchstens nach Standards, jetzt vielleicht wieder über Noah Andreas, der den Ball rechts raus auf Tobi Mohr spielt. Der ein bisschen Platz hat, zurücklegt auf Hofmann, Andreas, auf Toni Reitz. Reitz darf schießen! Oh. Ich dachte, das Ding ist drin. Der wartet immer noch auf sein erstes Weitschuss-Tor. Hat die Spieleigenschaft Fernschüsse, hat Fernschüsse 15. Aber bisher trifft er noch nicht. Wir haben ein bisschen Glück hier in dem Spiel. Wir haben ein bisschen Glück. Ich sage mal, ich bin unzufrieden. Und man muss die Jungs ja mal ein bisschen kitzeln zwischendurch. Vielleicht hilft das ja. So, wir ändern mal ein bisschen was an unserer Taktik. Und zwar schiebe ich unsere beiden Zehner nach außen. Scherder und Wieler gehen jetzt nach außen, spielen aber inverse Außenstürmer und haben jetzt die Aufgabe bekommen, den gegnerischen Flügelverteidiger zu decken. Denn wenn hier etwas auffällt in der Analyse, dann ist es, dass die Flügelverteidiger vielleicht ein bisschen zu viel Freiraum haben eventuell. Dann ziehen wir 2 Spieler nach außen, lassen die dann decken. Und ja, vielleicht können wir den KSC damit so ein bisschen ausbremsen. Na, tatsächlich kommt jetzt nicht mehr so wirklich viel von denen. 55 Minuten gespielt. Wir haben keinen weiteren Schuss gesehen vom KSC. Ich denke, das schien eine ganz gute Maßnahme gewesen zu sein. Jetzt kommt die Flanke und Scherder macht das 2:0. Sein erstes Kopfballtor für uns. 7. Saisontor für Dieter Scherder. Ja, sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Hofmanns Einwurf, der wirkt erst ein bisschen orientierungslos. Dann flankt er aber wunderschön auf den 2. Pfosten. Scherder steht da gegen Duda und köpft ihn wunderschön in den Winkel. Geil.
So, wir wechseln dreimal. Porat, Sonnen und Mauer kommen nochmal für die letzten 20 Minuten. Jetzt gibt es nochmal einen Einwurf. Moor. Scherder. Sonnen. Moor. Wieder Sonnen. Wieder Scherder. Dreht sich, schießt. Mauer. 3:0. Wir sind auch einfach effizient mittlerweile. Ne? Also die Probleme, die wir zu Beginn der Saison hatten, die haben wir jetzt absolut nicht mehr. Wir machen mittlerweile einfach unsere Tore. Wir schießen die Tore, die wir schießen, ja, können, die wir schießen sollten. Wobei mittlerweile überperformen wir unsere XG wahrscheinlich schon. Jetzt haben wir hier wieder 3 Tore geschossen in einem Spiel, in dem wir ja unter einem XG haben. Was schon echt beeindruckend ist. Jetzt haben wir vielleicht sogar die nächste Möglichkeit anzumachen. Moa schießt einfach mal. Aber Noll kann ihn dieses Mal halten. Jetzt nochmal ein Freistoß für den KSC. Ciarolo, den haben wir sogar auch auf der Liste. Und er trifft nochmal die Latte. Sonnen klärt. Und es bleibt hier beim 0:3. Pechner vielleicht nochmal über die linke Seite. Kriegt die Flanke rein. Gefährlich. Duda. Kummerow. Und Nicke darf nochmal ran. So, dann kriegt Landgraf mal sein Comeback. Außerdem wechseln wir Ricardo Michel nochmal ein für ein paar Minuten. Oder? Nee, warte mal, wir machen das anders. Ich möchte gerne Davis Smith bringen und lass den dann Stoßstürmer spielen. Let's go. Der hat auch lange nicht mehr gespielt. Vielleicht trifft er ja sogar mal in den letzten 5 Minuten hier. 4 Minuten Nachspielzeit und das Spiel ist durch. 3:0 in diesem Spiel. Das ist echt beeindruckend. Jonas Nicke standen eine sehr, sehr gute Leistung. Eine wirklich sehr, sehr, sehr gute Leistung. 8 Schüsse aufs Tor, hat er alle rausgeholt. Gute Arbeit, das war echt klasse. Und damit sind wir jetzt eben diese 9 Punkte vor der Spielvereinigung aus Fürth und sind auf einem sehr, sehr guten Weg aufzusteigen. Damit haben wir jetzt 8 Spiele in Folge gewonnen. Das ist wirklich krass, ne? 8 Spiele in Folge. Und wir haben in 7 dieser 8 Spiele haben wir 3 Tore geschossen oder auch einmal mehr. Nur gegen Saarbrücken haben wir lediglich ein Tor geschossen. Wir sind einfach wahnsinnig gut in Form, was soll ich sagen? So, unter der Woche habe ich mit dem Vorstand dann nochmal über unsere Scouts geredet und wir können sogar einen weiteren einstellen. Lass das mal machen. So, und ich glaube, wir holen vielleicht mal Stefan Spiesel. Der könnte also Chef-Scout möchte ich... Da haben wir einen. So, Scout, 61.000 Euro im Jahr. Macht er nicht. Dann nehmen wir wen anders. Ich schaue nochmal nach. Boah, Jan Schlaudraff. Eine spannendere Nation irgendwo. Ich schaue bei Scouts auch mal so ein bisschen darauf, welche Nation die haben. Oder also welche Nationalität die haben und wo die sich auskennen. Weil das manchmal ganz praktisch ist, sein Scouting-Gebiet kostenlos zu erweitern. Wenn du zum Beispiel einen Scout aus Rumänien holst, dann hast du eine gute Kenntnis über rumänische Spieler, ohne das entsprechende Scouting-Paket zu kaufen, was immer ganz gut ist. So, wir holen jetzt einfach ihn hier. Radu Schweid von, wo kommt er her? Balingen. Nee, Rot-Weiß-Aalen, der ist der Chef-Scout, wird bei uns zum Scout, kennt sich gut in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Polen und der Schweiz aus. Meinetwegen, 60 Jahre alt mittlerweile. Der macht den Job dann hoffentlich auch gut und findet uns ein paar schöne Österreicher oder Deutsche oder wen auch immer. So, damit gehen wir ins letzte Spiel. Ich lasse nochmal Philipp Sonnen spielen für Toni Reitz. Die Jungs wechseln sich einmal mal ein bisschen ab. Ansonsten bleiben wir einfach bei der gleichen Mannschaft. Ihr kennt sie. Reingehen wir. Kraulich wieder in der Innenverteidigung. Hat das eben gut gemacht? Kannst du nichts sagen. Kannst du einfach nichts sagen. Fügt sich direkt ein hier in die Mannschaft. Vielleicht müssen wir den tatsächlich holen, oder? Vielleicht müssen wir den tatsächlich einfach holen. Nach dem Spiel werden wir uns zum einen nochmal ganz kurz anschauen, was ich so scoute. Und dann gucken wir ganz zum Ende uns nochmal den Youth Intake an, ob es da ein paar Spieler gibt. Ja, die uns in Zukunft vielleicht weiterhelfen können. Ich bin sehr gespannt darauf, zumal wir ja die Jugendeinrichtungen und Nachwuchseinrichtungen und sowas, und ich meine die Nachwuchsrekrutierung haben wir alles ausgebaut. Da sind wir mittlerweile auf einem ganz anderen Level als noch vor 1-2 Jahren. Und da müssten wir eigentlich auch bessere Jugendspieler sehen. Ich hoffe, das passiert dann auch. Jetzt haben wir hier vielleicht die erste Möglichkeit gegen Gladbach 2. Kraulich bekommt den Ball, spielt ihn auf. Philipp Sonn, denke ich mal. Da ist er. Sonn dreht sich, sucht eine Anspielstation. Tobi Mohr. Wieder zurück auf Kraulich. Kraulich quer. Paul Horschig mit ein bisschen Platz vor sich. Könnte andribbeln. Vielleicht muss ich die Jungs mal zum Beispiel einen Verteidiger machen. Ich habe letztens ein Video gesehen von Sieland, wo er über die Taktik des Football-Manager-Weltmeisters redet. Und der hat zum Beispiel auch bei beiden Innenverteidigern die Anweisung drin, dass sie mehr dribbeln sollen. Wielak jetzt. Weil wenn sie keine Anspielstation haben, dann dribbeln sie an, warten darauf, bis quasi sich jemand ihnen nähert, sie attackiert und dadurch wird ja ein gedeckter Spieler frei und der kann dann angespielt werden. Das war, glaube ich, so die der Sinn des Ganzen. Guckt euch das Video von Sieland auch mal an. Fand ich ziemlich interessant. Vielleicht werden wir damit auch mal ein bisschen experimentieren, aber ich glaube, jetzt hier in der dritten Liga möchte ich noch nicht unbedingt, dass unsere Innenverteidiger anfangen zu dribbeln.
Jetzt langer Ball. Das ist einer für Horschig. Hat er. Sonnen auf Kraulich. Kraulich versucht direkt Mohr in Szene zu setzen. Schafft er leider nicht ganz. Jetzt kommt Gladbach 2 über Svida. Ah, das ist kein guter Ball. Noah Andreas dazwischen. Erik Weinhauer jetzt. Weinhauer dreht nach rechts ab. Weinhauer, das macht er gut. Erik Weinhauer. Junge, er macht so viel Spaß, ne? Hat sich übrigens auch nochmal ein bisschen entwickelt, ne? Also ihr seht hier die ganzen grünen Pfeile. Oder die gelben Pfeile. Das ist mal ein bisschen besser geworden tatsächlich. Durch das Niveau, auf dem er jetzt spielt. Tobi Mohr, Freistoß. Zweiter Pfosten, Kraulich. Macht das Ding fast rein. Knapp drüber. Greuther Fürth liegt schon wieder hinten. 1-0 gegen Aalen. Also bei denen läuft es gar nicht. Hier auch bisher 0-0. Bisher nicht so gut. Vielleicht den Jungs, die jetzt eben ein bisschen ängstlich waren, nochmal, dass sie befreit aufspielen können. Hoffentlich hilft ihnen das. Wilak ist selbstgefällig. Scherder nervös und Mohr nervös. Vielleicht müssen wir da relativ früh dann wechseln. Die Körpersprache ist natürlich nicht so optimal. Schauen wir mal. Ja, es passiert relativ wenig, ne? 63. Minute, immer noch 0-0. Keine Chancen, keine Highlights. Berko zurück auf Dick Berikou. Svida wieder Dick Berikou. Dasbach. Svida. Und Dick Berikou. Was ist einer für uns? Ach, schade. Ich dachte, den hat Scherder. Sanchez. Auf Saug. Saug. Und da steht's 0-1. Da steht's 0-1. Und jetzt wechseln wir mal. Marvin Ducksch kommt. Tobi Mohr ist müde. Komm, Landgraf kriegt mal wieder ein paar Minuten. Oder ein bisschen mehr Zeit, um sich hier zu zeigen. Weinhauer und Scherder sind nervös. Scherder war eben schon nervös. Sollen wir Porat mal bringen? Eine Position weiter vorne? Oder ich mache das anders. Ich stelle Sonn eine weiter nach vorne und bringe Toni Reitz. Dann haben wir erstmal dreimal gewechselt. Gucken uns das mal an. Verlieren gegen Gladbach macht irgendwie auch keinen Sinn. Komm schon, direktes Highlight nach dem Anstoß. Andreas auf Reitz. Gerade reingekommen. Kraulich, Andreas, Reitz, Sonn, Weinhauer. Schön gespielt, Brücke, kein Abseits, kein Abseits, kein Abseits. Mann, was ein geiles Tor. Was ein geiles Tor. Schnell gespielt, direkt gespielt. Da wurde Gladbach einfach filetiert. Kann man so sagen. Und Brücke trifft mal wieder. Kraulich auf Andreas, der auf Reitz, der auf Sonn, der auf Weinhauer, legt den direkt weiter auf Brücke, startet genau im richtigen Moment, ist nicht abseits, in Pereira Cardoso keine Chance. 1-1! So, und jetzt lass uns das Ding gewinnen. Einwurf Landgraf, Reitz, wieder Landgraf. Andreas auf Kraulich, wir bauen wieder von hinten auf, Paul Horschig, Hofmann. Na, weiß nicht so wirklich wohin, muss wieder zurückspielen. Sehen wir oft, dass der Ball immer wieder über die Innenverteidiger zirkuliert wird. Schöner Steckpass. Brücke ist durch. Macht hier das 2-1. Könnte Abseits sein. Es ist knapp Abseits gewesen. Schade. So, Porat kommt nochmal rein. Und dann würde ich ganz gerne vorne Timo Mauer bringen, der eigentlich immer ganz gut trifft, nachdem er eingewechselt wurde. Die letzten paar Minuten, 2 Minuten noch zu spielen. Komm, wir gehen mal auf Offensiv für die Nachspielzeit. Ich meine, wenn wir hier 1-1 spielen, dann ist es kein Beinbruch. Ist okay, damit endet zwar unsere Siegesserie. Wir haben hierbei wieder ein gutes Spiel gemacht. Lassen mal Punkte liegen, die vielleicht nicht hätten sein müssen. Hagel und 2 Grad am 20. Februar. Ist auch ekliges Wetter gewesen. Vielleicht lag es auch ein bisschen daran. Ja, hätten wir gewinnen müssen. Hätten wir schon gewinnen müssen. Wir bleiben aber 9 Punkte vorne. Na, wobei, mal sehen, was Bielefeld macht. Karel Gerrards beim HSV entlassen. Oh weia. Anfang der Saison wollten sie mich holen. Sie haben anstattdessen Karel Gerrards geholt. 17. in der Bundesliga. Oh weia. Stuttgart, Werder, Köln, HSV, Hannover. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bielefeld gewinnt 2-0, das heißt, unser Vorsprung verschmälert sich auf 8 Punkte. Es sind noch 11 Spiele zu machen. Ich glaube, in der nächsten Folge werden wir schon ins Saisonfinale gehen. So, ich wollte euch nochmal ganz kurz zeigen, was ich noch so scout. Und zwar haben wir einen ziemlich großen Fokus auf Spieler, deren Verträge auslaufen am Ende der Saison. Hier Lukas Pinker zum Beispiel finde ich ganz interessant für rechts hinten. Der kann auch Innenverteidiger spielen. Ja, den finde ich ganz gut, weil er allround ziemlich guter Spieler ist. Außerdem einsatzfreudig, aggressiv, eine gute Physis. Finde ich ganz interessant. Können wir ablösefrei holen. Antony Traoré habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Schneller Flügelspieler. Aktuell spielen wir ohne Flügel, deswegen nicht so interessant. Hekeren, Nicolas Nagy von Chemnitz. Und 16 sind jetzt hier noch in Arbeit. Wie zum Beispiel Felix Wienand. Wir kriegen sehr, sehr viele Torhüter vorgeschlagen. Nix
Nick Breitenbücher von Holstein Kiel, 25 Jahre jung. Also so 18-jährige Spieler hole ich ja immer sehr gerne, wenn sie ablösefrei sind. Hier Nikolas Engenheister. Okay, wo kommt er her? Darmstadt? Ja gut, spielt gerade bei Phoenix Lübeck. Spielt eine gute Regionalliga-Saison. Vielleicht können wir den einfach mal ablösefrei holen. Mal gucken, was aus dem wird. Ja, wird ganz gut in das passen, was ich bisher so gemacht habe. Oder hier auch Ben Lindenberg-Kehr. Modellbürger. Jo, den hole ich. Allein wegen der Persönlichkeit. Ich weiß nicht, was der für eine was der für ein Potenzial hat. Aber wenn er die Persönlichkeit Modellbürger hat, dann wird er dieses Potenzial sehr wahrscheinlich erreichen. 18.000 Euro für ein Jahr geben wir mal aus für den Kollegen. Ja, das ist so das, worauf ich mich aktuell hier konzentriere. Außerdem schauen wir natürlich weiter nach jungen Spielern. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen voran und gucken uns an, was wir für neue Jugendspieler bekommen. So, und da sind wir beim letzten Teil der heutigen Folge. Das ist der Youth Intake. 10. März 2027. Wir sehen erstmal, Youth Intake sieht ganz gut aus. Ich habe aber ein paar Spiele dann natürlich auch ohne euch gemacht. Und zwar das Viertelfinale des Sachsenpokals gegen Zwickau haben wir 3-2 gewonnen. Wilak, Reitz, Scherder haben getroffen. Haben wir 3-3 gegen Stuttgart 2 gespielt. Ein wildes Spiel. Ja, wenig Schüsse, viele Tore. Aber sehr, sehr ausgeglichen dann am Ende tatsächlich. Ich glaube, dieses 3-3, das ging dann schon in Ordnung. Brücke hat auch wieder getroffen. Horschig nach einer Ecke. Und Scherder war schon wieder als Torschütze mit dabei. Und dann haben wir hier das 4-2 gegen Aalen noch gehabt. Verdienter Sieg. Mehr Ballbesitz, mehr Schüsse. Ja, einfach eine sehr, sehr schöne Leistung. Auch hier wieder Brücke als Torschütze. Wir haben dieses Jahr nicht mehr so diesen einen klaren Torschützen. Was mich auch freut, ist, dass Marvin Duksch, der dann eingewechselt wurde, für Wilak nochmal eingemacht hat. Ja, das bedeutet, dass wir aktuell, also zum Ende dieser Folge, auf Platz 1 stehen mit 8 Punkten Vorsprung auf den zweiten, mit 11 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich glaube, wir steigen auf. Also, da ist... Vielleicht hätte ich es jetzt nicht sagen dürfen, aber es muss schon sehr viel passieren, dass uns das jetzt noch aus der Hand gleitet. Unser Restprogramm sieht so aus. Wir haben noch Bielefeld, das wird schwierig. Wir haben noch Essen, ja, wobei Essen ist gar nicht so weit oben mit dabei. Bielefeld wird schwierig, 1860 wird schwierig und Sandhausen wird noch schwierig. Den Rest sollten wir eigentlich gewinnen und dann steigen wir auf, dann spielen wir nächstes Jahr zweite Liga und können sehr glücklich darüber sein, wie die Saison gelaufen ist. Aber ich wollte euch ja eigentlich das hier zeigen, und zwar den Youth Intake. Und dann haben wir einen Spieler, der sehr spannend ist. Ausgezeichneter Nachwuchs, wird uns hier gesagt. Maximilian Beigel, Innenverteidiger, 16 Jahre jung. Und schaut ihn euch an, der Junge kann was. Der Junge kann sogar schon richtig was. Der hat diese ganzen weißen Attribute hier, oder die grauen Attribute, die sind alle so bei 8, 9, 10. Also der ist schon echt weit. Ganz gutes Stellungsspiel hat er schon. Tackling 15 für den Innenverteidiger, super. Teamwork ist mit dabei, mutig ist er. Und auch physisch ist das für einen 16-Jährigen schon sehr gut. Und er ist gerade 16 geworden, da war noch 15 vor 2 Monaten. Ja, sehr, sehr, sehr guter Spieler. Dann haben wir hier Daniel Krug, ein junger Torwart, 15 Jahre jung, froh Natur. Was hat er da für eine Persönlichkeit hier? Unentschlossene Persönlichkeit. Da müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen was dran tun. Das ist nicht so optimal. Krugsau Chaos, dann haben wir hier noch Björn Thielmann. Ja, ist in Ordnung. Elias Bülbül. Ja, ist auch okay. Ist noch irgendjemand Interessantes mit dabei? Maurice Fraß. Weitschüsse 16. Das ist schon mal ganz, ganz witzig. Ah, gut, ich meine, das sind alles so ganz okay Jugendspieler, würde ich mal sagen. Also 2,5, 3 Sterne Potenzial. Aber vor allem er hier natürlich, Maximilian Beigel. Den werden wir fördern. Vielleicht kann er in 2 Jahren dann schon für uns auf dem Rasen stehen. Aber wir müssen was an der Persönlichkeit tun. Der Junge muss gementort werden. Da führt kein Weg dran vorbei. Damit sind wir mit dieser Folge aber auch durch. Ja, ich freue mich sehr auf die nächste Folge, in der wir dann hoffentlich aufsteigen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Resttag und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Wir sind einfach wahnsinnig gut in Form, was soll ich sagen?